Willkommen, werte Zuschauer, zu Cock Zockt WWF Royal Rumble. Ein Super Nintendo Spiel, Retro Classics würde ich es mal nennen. Da sehen wir schon den Tatanka. Dicht gefolgt von Crush. Und wen sehen wir als nächstes? Den Nature Boy! Ric Flair! Gehen wir mal da den Shawn Michaels. Und wir werden uns gleich in die Halle blenden und mal schauen, was da so los ist bei diesem One-Player-Match. One-Fall. Difficulty machen wir mal nicht ganz so hart. Und der Player, der choost erstmal den Opponent. Kriegen wir hier vielleicht Musik? Der neue Heyman-Guy, zumindest dessen Sohn. Da kommen ja Kindheitserinnerungen auf. Das ist ja wirklich unglaublich. Wo bleibt die Musik des Undertakers? Ein Klassiker. Also Crush werde ich auf jeden Fall nicht nehmen. Ich will den Nature Boy Ric Flair nehmen. Und wir chosen jetzt noch den Opponent. Ich würde sagen, hören wir uns die Musik nochmal an. Hard by Kid Shawn Michaels. I know I'm sexy. I've got to lose. I'm sexy boy. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. Also das Lied hätte ich über mich selber schreiben können. Deswegen Shawn Michaels gegen Ric Flair umgedreht. Interessantes Match. Schauen wir uns an, wie das damals ablief beim Royal Rumble. Beim virtuellen Royal Rumble. Oh, Dropkick geht daneben. Oh, Flair hier mit harten Schlägen. Springt er erstmal daneben. Quatsch hier alles. Ich weiß, keine Ahnung, wie das, was man hier machen kann. Und dann kommt nur ein Headbutt raus. Das ist unglaublich. Wieder nur ein Headbutt. Und noch ein Headbutt. Also nicht, dass man es mit Absicht macht, aber... Okay, da gab es einen Ausheber und einen Bodyslam. Das sah schon besser aus. Das ist doch Wrestling auf hohem Niveau. Wieder der Splash hinterher. Was ist los mit Shawn Michaels? Da gibt's Dritte gegen den Heartbreak Kid. Und Schläge. Shawn Michaels hier. Difficulty 1, sag ich nur. Keine Gegenwehr von Shawn Michaels. Oh, da ein kleiner Unfall. Tolles Match, was wir hier sehen. Einseitig geführt, so wie die Booker das sehen wollen. Großartig. Und die Fans natürlich auch. Der Ringrichter sieht ein bisschen aus wie Sheamus. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob es die Haare sind. Also Sheamus ist schon damals mit dabei gewesen. Wie kommen wir denn hier raus, verdammt nochmal? Mit Viereck kommen wir raus. Und da steht ein Stuhl. Und der nützt sich... Der Upbreak-Kid Shawn Michaels.
Das ist ja unglaublich und wird dafür nicht mal disqualifiziert. Das ist ja unglaublich. Sheamus zählt erstmal. Also was habe ich auch noch nicht erlebt. So, jetzt müssen die Aktiven langsam wieder in den Ring. Und was macht denn der Flair da jetzt? Lässt er sich jetzt auszählen oder was ist hier los? Oh, das war aber ganz haarscharf. Der Unsichtbare hat in der Zeit einen neuen Stuhl hingestellt. Dass es da mal nicht noch Revanche gibt. Wie nimmt er sich den Stuhl? Der Nature Boy. I know I'm sexy. Und da hat der Nature Boy den Stuhl. Was macht der Heartbreak Kid? Jetzt kommt er raus, holt er sich den Stuhlschlag ab oder bleibt er drin und macht sich in die Hose. In seine Beherzte. Kommt nicht raus. Flair stellt den Stuhl wieder hin. Ringrichter müsste eigentlich jetzt von neuem anfangen zu zählen. Macht er nicht. Das gibt's doch nicht. Ich will dem das Ding jetzt verpassen. Ah, das kann ja wohl nicht wahr sein. Shawn Michaels hat dann doch noch gekriegt. Und jetzt habe ich fast verpasst zu gucken, wie weit. Oh mein Gott, verdammter Mist! Da wird der Nature Boy ausgezählt wegen so einer Sache. Was für ein unglaublich spektakuläres Match. And now I'm sexy. Das war meine Präsentation zu WWF Royal Rumble. Großartiges Spiel. Noch ein Match brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber es war damals Kult. www.gartenmusicproductions.de. Viel Spaß, dass ihr reingeschaut habt. Tschüss, bis dann.